Hallo, hochverehrtes Publikum. Mein Name ist Bernd Stempel, ich bin Schauspieler am Deutschen Theater. Wir zeigen Ihnen heute Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Ein tolles Stück, ein rasantes Stück, ein Einakter, eine Komödie von Kleist mit einer hohen Sprachkultur. Wir, als wir daran gearbeitet haben vor gut 30 Jahren, waren begeistert. Das Stück handelt von einer Gerichtsverhandlung. Ein Krug wurde zerbrochen und man versuchte herauszukriegen, wer war der Täter. Ich spielte damals den Ruprecht. Das ist der, der beklagt wurde, diesen Krug zerbrochen zu haben bei einem Stelldichein mit meiner Verlobten. Ich meinte aber, mein Nebenbuhler wäre es gewesen, und so war in dem Stück, jeder behauptete seinen Standpunkt und dadurch kam die Wahrheit nie richtig zustande, weil jeder seine eigene hatte und dadurch hatte der Richter, der eigentliche Täter, aber ich will nicht zu sehr vorgreifen, ein leichtes Spiel. Ja, so 1808, glaube ich, war die Uraufführung. Goethe hatte die Regie übernommen in Weimar und hatte dieses Stück leider versemmelt in der Uraufführung in seiner Regie, weil er aus diesem einen Akt drei Akte gemacht hat und dadurch zog sich das in die Länge. Es war ein großer Misserfolg und erst 10 Jahre später, da war Kleist bereits leider schon tot, begann dieser große Erfolg dieses tollen Stückes der Weltliteratur, möchte ich sagen. Und 1990, wie gesagt, hat Langhoff dieses Stück inszeniert, ein Jahr nach der Wende. Und wir sind alle im Ensemble zu Kriminalisten geworden. Jeder versuchte rauszubekommen, wie man das spielen kann. Und Langhoff meinte, dass alle Schauspieler auf ihre Wahrheit bestehend nach dem Durchlauf, nach dem Stück, nach der Inszenierung tot umfallen müssten. So energetisch wären sie aufgeladen und so müsste das gespielt werden. Deswegen hatten wir trotz über 2 Stunden Spielzeit auch keine Pause. Jetzt muss ich dazu sagen, dass das Stück, jetzt die Inszenierung von 1990, extra für das Fernsehen nochmal inszeniert wurde. Das heißt also, Sie sehen heute eine Fassung ohne Publikum. Das heißt, eigentlich für Sie geradezu gemacht, wenn man es heute bedenkt, so, weil wir sind mit den ganzen Kulissen, mit dem Stück in die Uferstudios gegangen und haben eine Woche dort probiert und mit den technischen Möglichkeiten, die damals vorhanden waren, hatte Langhoff das Stück nochmal direkt fürs Fernsehen für Sie aufgezeichnet. Also, Sie sind in keinem Nachteil, weil es ist kein Theaterpublikum da. Sie können es live extra für Sie gemacht sehen. Eine Geschichte kann man vielleicht daraus noch erzählen. Ich als Beklagter, als Beschuldigter und als Verzweifelter, weil ich als Ruprecht, der Verlobte von dieser eigentlichen Hauptfigur Eva, meiner Verlobten, war, hatte den Eindruck, dass sie fremdgeht, dass der Nebenbuhler also zu ihr in die Kammer geschlichen ist und diesen Krug zerbrochen hat. Und ich war völlig verzweifelt. Dazu war ich natürlich beschuldigt, den Krug zerbrochen zu haben. Und zum Ende hin, wo sich dieser Fall auflöst, merke ich dann, wer es war und versuche mir diesen Täter zu greifen, erwische aber nur seinen Mantel, habe irgendwoher aus einer Kammer, aus einer Ecke eine Axt gegriffen und habe dann statt den Täter zu treffen auf den Mantel gedroschen wie ein Wilder, um zumindest meine Aggression loszuwerden. Und da habe ich eben mit der dumpfen Seite der Axt ausgeholt und auf diesen verflucht, das war sein Mantel bloß, habe ich auf diesen Mantel rumgedroschen und merkte in meiner Konzentration gar nicht, wie ich mit der scharfen Scheide der Axt mir selber in den Kopf geschlagen habe. So konzentriert war ich und erst als ich dann gehen wollte, die Mütze auf hatte, lief mir
das Blut hier an der Seite runter. Unser Chef, Maskenbildner Wolfgang Utz, der war sofort bereit, mich in die Charité zu fahren. Und ich wurde genäht, wie so oft mir das passierte, weil ich ja eigentlich 1,94 bin und die schnellen Umzüge auf der Unterbühne immer irgendwelche Verletzungen mit sich bringen. Das war eine wunderbare Zeit, diese Arbeit. Ich wünsche Ihnen wahnsinnig viel Spaß in dieser Hochkultursprache von diesem wunderbaren Kleist und wünsche Ihnen natürlich alles Gute, vor allem Gesundheit in dieser Zeit.